أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Wir sollten eine Sache über die Reue verstehen. والحمد لله، niemand wird in das Paradies hereinkommen, wenn er nicht bereut hat für seine Sünde. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. O ihr, die ihr glaubt, Allah Azza wa Jal, er spricht nur wen an? Die Gläubigen. Nicht die Munafiqun, die Heuchler. Und auch nicht die Kuffar, denn Allah weiß, niemand möchte bereuen für seine Sünden außer ein Gläubiger. Allahumma ja'alna minhu. O ihr, die ihr glaubt, bereut bei Allah. Jetzt kommt die Antwort. Wie sollen wir bereuen, ja Allah? Eine wahrhaftige Reue. Taubatan nasuha. Allah Azza wa Jal hat dir hier vorgegeben, O Diener Allahs, dass du nicht irgendwie bereust, sondern er erwartet von dir eine wahrhaftige Reue. Abul Bara, du sagst uns, Allah erwartet von uns eine wahrhaftige Reue. Gibt es denn eine lügnerische Reue? Antwort: Ja. Ja. Ey Wallah. Es gibt eine lügnerische Reue. Wie sieht sie aus? Eine Person, er ist Raucher. Er hat zu Ende geraucht. Dann sagt er, eigentlich war das nichts Gutes, was ich gemacht habe. Und er hebt die Hände hoch und sagt, ja Allah, vergib mir, dass ich geraucht habe. Und er fasst gerade an seine Brust, ob er das Feuerzeug noch in der Tasche hat. Weil er zur nächsten Zigarette greift. Antwort, wahrhaftige oder lügnerische Reue? Lügnerische Reue. Eine Person, er schaut die gesamte Zeit den Frauen hinterher. Und während er hinterher schaut, sagt er, A'udhu billah. O Allah, vergib mir. Und er hat schon geplant, dass er das nächste Mal wieder auf die Frauen schaut. Lügnerische oder wahrhaftige Reue? Lügnerische Reue, liebe Geschwister. Eine Person, er redet immer schlecht. Und er hat eine scharfe Zunge. Und wallahi, wisse, die Zunge und das Geschlechtsteil sind die meisten Gründe, warum die Menschen in das Höllenfeuer eingehen werden. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Er lästert immer wieder über seine Geschwister. Und er hört nicht auf. Kaum bereut er, hat er wieder über den Nächsten gelästert. Liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, du kannst dir nicht in deine eigene Haut hereinschneiden und Allah um Gesundheit bitten. Allah Azza wa Jal möchte von dir eine wahrhaftige Reue. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, kullu bani Adam khatta' wa khayru al-khatta'ina at-tawwabun. Jeder Sohn Adams begeht Fehler, Sünde. Und die Besten unter denjenigen, die sündigen, sind diejenigen, die reuig zu Allah zurückkehren. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns bestätigt, dass wir allesamt Sünder sind? Antwort: Aber wer sind die Besten von uns, die auf ihren Sünden beharren oder die bei Allah Azza wa Jal bereuen? Die bei Allah bereuen. Deswegen, es geziemt sich nicht für einen Muslim, dass er Allah Azza wa Jal gegenüber sündig ist und er bleibt auf diesem Weg. Allah Azza wa Jal, er beschreibt die Besten seiner Diener. Möchtest du hören, wie Allah sie beschreibt? إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, Abscheulichkeit bedeutet hier Sinner. Subhanallah, kann ein Muhsin, der den höchsten Grad an Iman, an Glaube erreicht haben, auch Sinner begehen? Ja, Allah sagt uns das. Diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begehen oder sich gegenüber Unrecht antun, dann bereuen sie sofort bei Allah. Sie gedenken sofort Allah. Allah hat die Gläubigen so beschrieben, liebe Geschwister. Nicht, dass du denkst, dass einer, der auch einen starken Glauben hat, dass er kein Sünder ist. Jeder Mensch sündigt. Und die Besten sind diejenigen, die reuig zu Allah Azza wa Jal zurückkehren. Das bedeutet, Allah weiß, dass du ein Sünder bist, aber gleichzeitig erwartet Allah Azza wa Jal von dir, dass wenn du sündigst, sofort bei ihm bereust. Aber wie sollst du bereuen?
Du sagst mir, Abu Bara, ich verstehe dich nicht. Auf der einen Seite hast du mir gesagt, dass wir alle Sünder sind. Auf der anderen Seite sagst du mir, ich soll bereuen. Warum soll ich überhaupt bereuen, wenn ich sowieso weiß, dass ich wieder sündigen werde? Höre diesen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn du Allah um Vergebung gebeten hast, dann ist eine gewaltige Säule bei der Reue, damit sie überhaupt angenommen wird, dass Allah sieht, dass du dieses im Herzen, bereust. Wenn Allah nicht sieht in deinem Herzen, dass du aufhören willst mit dieser Sünde, dann wisse, diese Reue wird Allah Azza wa Jalla nicht annehmen. Und wie oft bereuen wir? Und es ist eine lügnerische Reue und keine wahrhaftige Reue. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer eine wahrhaftige Reue ermöglichen. Tayyib, ich weiß, wenn ich bereue, ich werde zur Sünde zurückkehren. Was soll ich tun? Nein. Wenn du sündigst und danach bereust, dann beschließe, dass du nie wieder zur Sünde zurückkehrst. Beschließe, dass du nie wieder zur Sünde zurückkehrst. Denn es kann sein, dass du vielleicht nach 4 oder 5 oder 10 Stunden wieder sündigst. Aber zwischen diesen 4 Stunden kann Allah deine Seele nehmen und er nimmt sie in einen Zustand, wo du beschlossen hast, dass du nicht mehr verstanden. Wir wissen, kehren wir zurück zur Sünde? Antwort? Ja. Aber wie war deine Absicht zu dem Zeitpunkt, wo Allah Azza wa Jal deine Seele genommen hat? War die Absicht, dass du nie wieder sündigen wolltest? Herzlichen Glückwunsch, dass du so gestorben bist. Obwohl du später zur Sünde zurückgekehrt wärst. Aber Allah hat deine Seele genommen in einem Zustand, wo er gesehen hat, dass du eine wahrhaftige Reue ihm gegenüber gemacht hast. Das ist es, worum es geht, liebe Geschwister. Und bereue nicht, indem du denkst, ich werde doch sowieso wieder zur Sünde zurückgehen. Wenn dieses deine Art von Reue ist, so wisse, Allah möchte diese Reue nicht. Allah möchte, dass du dein Herz zu ihm, Subhanah, zurückschickst. Und schaut den Unterschied zwischen einer Reue. Du hattest eine Freundin, du hast sie verlassen für Allah, aber dein Herz hängt noch an dieser Freundin. Dein Herz hängt noch an dieser Freundin. Ist das die vollständige Tauba? Antwort: Nein. Die vollständige Tauba Reue ist, wenn du dein Herz löst von dieser Freundin. Du musst dein Herz lösen von dieser Freundin. Du liebst eine Sache, die Allah Azza wa Jal nicht liebt. Und du machst sie immer wieder. Wenn du bereust bei Allah, dann musst du nach dieser Reue beabsichtigen, dass du nicht zu dieser Sünde zurückkehrst. Hört, was die Gelehrten sagen. Wenn du eine Sünde begehst und du bereust dafür und du erfüllst die Bedingungen der Reue, wir haben gesagt, die gewaltigste Bedingung ist, dass du dieses im Herzen hast, wirklich bereust. Wenn du diese Bedingung erfüllst und du kehrst später zur Sünde zurück, wenn du das 100-mal, 500-mal oder 1000-mal machst, Allah wird dir immer wieder vergeben. Hauptsächlich, du erfüllst die Bedingung der Reue. So ist die Sache bei Allah. Nicht, dass du das falsch verstehst, dass du sagst, der Prophet Muhammad sagte, wir sind alle Sünder, dann ab und los zur Sünde. Nein, der Prophet Muhammad, er hat dir keine Berechtigung gegeben zu sündigen, sondern vielmehr hat er dir klar gemacht, du wirst sündigen, weil du ein schwaches Herz hast, weil ich ein schwaches Herz habe. Aber nach der Sünde musst du wieder zur Reue zurückkehren. Denn diese Reue säubert dein Herz. Denn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, إذا أدنب العبد, wenn der Diener sündigt, نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى, dann wird Allah azza wa jal in seinem Herzen, was machen, ein schwarzen Punkt. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ, wenn er bereut bei Allah azza wa jal und
er kehrt zu Allah Azza wa Jal zurück, wastaghfar, und er gibt, er bittet Allah um Vergebung, so wird Allah Azza wa Jal diesen schwarzen Punkt wieder bereinigen. Wenn er aber zurückkehrt zur Sünde und er macht immer weiter, so dass sein Herz irgendwann dunkel schwarz wird aufgrund der Sünden und er hat nicht um Vergebung gebeten, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِيهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Das ist der Ran, das ist der Ran, sagte Rasulullah. Er sagte, das ist die Hülle, die sich um das Herzen legt. Der Schmutz, wenn du es so haben willst, dieser wird um das Herz gelegt. Bis der Schmutz sein Herz total verschlossen hat, dann kann der Diener nicht mehr zurückkehren zu Allah, weil er nicht mehr weiß, was die Wahrheit ist. Möchtest du so ein Herz? Wirst du so ein Herz haben, dann hast du alles verloren. Wir haben im Vortrag gehört, die schlimmste Strafe, mit der Allah dich bestrafen kann, ist ein hartes Herz. Möge Allah es euch ein weiches Herz geben. Und verstehe, wenn du bereust, lieber Diener Allahs. Und wir leben in einer Zeit, wo es sehr schwer ist, nicht zu sündigen. Überlegt mal nur, wenn man in die Stadt herausgeht, 2-3 Stunden sich in der Stadt aufhält, wie schwer es ist, nicht zu sündigen. Aber ich sage euch eine Sache. Wallahi, gehst du heraus aus deinem Haus und du fürchtest die Sünde und du fürchtest, dass du Allah Azza wa Jal gegenüber ungehorsam sein wirst, Allah wird dir den Weg erleichtern und vielleicht kehrst du nach 2-3 Stunden nach Hause zurück, ohne eine Sünde gemacht zu haben, wo andere Leute 10.000 Mal gesündigt haben. Allah bewahre dich. Alles hat zu tun mit deiner Absicht. Ob du herausgegangen bist und gesagt hast, ja Allah, ich werde mal gucken, was diese Welt für mich übrig hat. Sie hat eine Menge für dich übrig, inklusive den Kuffer, den Unglauben. Aber wenn du voller Furcht herausgehst und du bist in voller Furcht, dass du sündigen wirst, wallahi wisse, Allah ist in der Lage, dich nicht sündigen zu lassen. Eine Frage, schaffen wir es nicht manchmal 10 Tage oder 20 Tage oder einen ganzen Monat keine Frau anzugucken? Warum? Wer hat dir dazu verholfen? Allah. Aber als du diesen Schutz zwischen dir und Allah zur Seite gelegt hast und gesagt hast, ab zur Sünde, was ist passiert? Du hast 100.000 Mal gesehen. Der Schutz. Möchtest du den Schutz Allahs, dann begehre das Wohlgefallen Allahs. Und Allah wird dich schützen. Wisse das, denn er ist Al-Karim, lieber Diener Allahs. Deswegen, du bereust mit der Absicht, dass du nicht mehr zu dieser Sünde zurückkehren möchtest. Und du erziehst dein Herz, dass er diese Sünde hat. Du sagst mir, wie oft habe ich eine Sünde gemacht, aber ganz im Ernst, ich habe das nicht richtig im Herzen gehabt. Weil du nicht das Ausmaß dieser Sünde kennst. Dann schau dir ein Video an, wo über diese Sünde geredet wird. Und danach wird mit Sicherheit dein Herz weicher werden und du wirst bereuen, was du getan hast. Das ist das, was Allah von dir will. Strenge dich an, dass Allah Azza wa Jal sieht, dass du dein Herz reinigen möchtest. Allahumma tahir quluba. Allahumma nawwir quluba. Deswegen, liebe Diener, du hast einen Handel mit Allah, aber betrüge Allah nicht. Wa'alamu anna Allah ya'alamu ma fi anfusikum. Und wisset, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. Fahdharu, so sieht euch vor Allah Azza wa Jal vor. Denn er ist in der Lage, mit euch das zu tun, was er beschließt.